In diesem Video zeige ich dir, wie du den inneren Kritiker in dir entlarvst und wie du ihn zum Schweigen bringst. Oft ist es so subtil und so leise, dass wir es gar nicht bemerken und es für unsere Stimme halten. Ja? Wir denken, das sind wir selber und glauben diesem inneren Kritiker. Was das für fatale Folgen hat im Alltag, ist, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Ja, wir wollen etwas starten, etwas Neues und haben Angst. Der innere Kritiker macht uns total kaputt. Wir vertrauen uns selber nicht. Es macht viele Beziehungen kaputt und es macht vor allen Dingen den Umgang mit unseren Mitmenschen und mit uns selbst kaputt, weil wir dem inneren Kritiker vertrauen. Der innere Kritiker hat auch nochmal verschiedene Unterteile. Es gibt den Anteil Opfer, den Anteil Schuldigen suchen oder selber in sich selbst den Schuldigen finden. Gibt noch ein paar andere und ich werde sie dir gleich vorlesen. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht, damit das Video nicht zu langweilig und in die Lange gezogen wird, sondern dass wir auf den Punkt kommen. Ich zeige dir, wie du ihn entlarven kannst in dir und ich zeige dir aber auch, wie du dann in Zukunft besser mit dir redest. Wir starten auch direkt. Der innere Kritiker, den kannst du herausfinden, wenn du deine Selbstgespräche bemerkst. Wir haben oft selbstzerstörerische Selbstgespräche. Das heißt, die nächsten Tage kannst du mal ganz achtsam beobachten, wie sprichst du mit dir selber? Was kommt da hoch? Gerade wenn du etwas Neues machen möchtest oder in Bezug auf Personen, auf Beziehungen, die vielleicht nicht so gut laufen. Was sagt denn der innere Kritiker zu dir? Der innere Kritiker ist ein Teil unseres Egos, das uns kritisiert, uns erniedrigt und immer einen riesen Scheinwerfer auf all unsere Fehler macht, dass wir uns schön schlecht fühlen können. Es weiß ganz genau, wie es uns Schuldgefühle bescheren kann, an die wir glauben und wie wir da und dass wir darunter leiden. Und der innere Kritiker braucht unsere Aufmerksamkeit, es braucht seine Energie, unsere Energie, nicht seine Energie, damit er überhaupt überleben kann. Umso mehr wir Energie entziehen, desto schwächer wird er. Und wir geben in Zukunft Energie der positiven Seite, ja, unserem selbstbewussten Selbst, unserer guten Seite. Der Schlüssel ist es wirklich zu erkennen, dass da ein innerer Kritiker ist. Und erst dann können wir ihn stoppen, wenn wir ihn hören. Genau wie beim Alkoholiker, wenn er merkt, dass er zu viel Alkohol trinkt, dass er überhaupt Alkohol trinkt, dann kann er erst aufhören. Ne? Dann kann er erst aufhören von seiner Sucht, wenn er merkt, dass die Sucht da ist. Und so ist es auch jetzt bei uns. Die Sucht, dass wir unseren inneren Selbstgesprächen wirklich vertrauen. Es ist keine Sucht, das ist einfach nur eine unbewusste Verhaltensweise, die wir an den Tag legen, dass wir unseren unbewussten Gesprächen einfach glauben und denen Energie geben. Und damit können sie unser Leben kontrollieren. Und wenn wir das jetzt einfach nur achtsam beobachten, wird sich ganz viel verändern. Wir starten mal mit dem Verurteilungskritiker und schließe hier was vor. Der Verurteilungskritiker. Was sagt er? Du bist viel zu dumm, um etwas in deinem Leben zu erreichen. Du bekommst es noch nicht mal hin, dich vernünftig zu ernähren. Du bist nicht gut genug. Deshalb beachtet dich auch dein Freund oder dein Mann nicht oder deine Freundin. Du wirst nie glücklich mit ihm sein, egal was du tust, gib's doch einfach auf. Und dieser Verurteilungskritiker kritisiert dich für jede Entscheidung. Es gibt dir Schuld für Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Wer von euch kennt das? Es füllt dich mit Selbstzweifeln und dieses Verurteilen füttert dich ständig damit, alles perfekt machen zu wollen. Also Perfektionisten haben diesen Verurteilungskritiker ganz groß in sich. Fühl mal rein, wie sich das für dich anfühlt. Also ich kann damit ganz, ganz viel anfangen, weil sonst würde ich ja nicht alles perfekt machen wollen, wenn in mir nicht so ein Kritiker ist. Ich meine, es ist doch auch gut, etwas perfekt machen zu wollen, aber wenn es ständig ist, dann ist es krank. Dann macht es einen auch krank. Du setzt dir zu unmöglich hohe Standards als Perfektionist zum Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Du machst dich selber fertig, weil du es nie schaffst, alles komplett perfekt zu machen. Du machst komplett perfekte Wohnung sauber, du kochst perfekt, die Kinder sind sauber und verhalten sich perfekt. Und dein Mann kommt nach Hause und bemerkt das nicht und gibt dir jetzt auch kein Kompliment und bedankt sich nicht bei dir. Was würde jetzt der Verurteilungskritiker in dir sagen? Er würde sagen, siehst du, es geht hier um dich, du bist nicht wertvoll genug. So, deshalb mag er nicht, was du tust. Sonst wäre es ihm ja aufgefallen, dass du alles so gut gemacht hast. Also er versucht dich persönlich runterzumachen. Jetzt haben wir aber noch den Opferkritiker. Der erinnert dich ständig daran, was dir alles Schlechtes passiert ist. Es gibt allem und jedem, auch dir, für alles die Schuld. Es gibt dir das Gefühl, ohnmächtig zu sein, also machtlos zu sein. Keine Hoffnung, keine Motivation, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, etwas umsetzen oder etwas verbessern willst. Du fühlst dich wie gebremst und du kommst nicht dazu, es zu tun, weil dein innerer Kritiker dir dann immer wieder sagt, siehst du, das passiert immer, du brauchst es gar nicht zu machen. Warum passiert es immer nur dir? Du ziehst immer Menschen an, die dich schlecht behandeln. Du bist so nett und trotzdem wirst du betrogen. Du denkst positiv,
Aber trotzdem passieren dir ständig schlechte Sachen. Das Leben ist hart. Ja, bei mir besonders. Meine Kindheit war nicht einfach. Deshalb habe ich es jetzt so schwer. Hätten meine Eltern mich nur besser behandelt. Also er sorgt dafür, dich in allem zu beschuldigen. Nicht nur dich, auch andere. Und einfach alles schlecht zu reden, sodass du dich wirklich machtlos fühlst. Aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen, die sehr stark in der Opfermentalität leben, sehr egoistisch sind. Man merkt es vielleicht nicht im Außen, aber wenn man ganz genau beobachtet, das sind Menschen, die oft andere verurteilen, ständig. Sie geben dem Neid ganz viel Nahrung. Ne? Also dieser Opferkritiker in einem ist auch sehr neidisch auf andere. Dann haben wir noch den Beschützerkritiker. Der will dich ständig vor Schaden schützen. Du sollst es gar nicht erst probieren, sonst könntest du ja einen Fehler machen. Wenn du keinen Fehler machst, bist du beschützt. Zum Beispiel, probier das Seminar, das Coaching nicht aus. Du verlierst damit Geld. Und es ist unsicher, ob du es überhaupt was bringt. Du verlierst dein Geld und wirst dich darüber ärgern, wie du verarscht worden bist. Der Beschützerkritiker ist darauf fokussiert, was alles schief oder falsch gehen könnte. Und das schafft er auch nur, indem er dein Selbstbewusstsein und deine Fähigkeiten untergräbt. Es bringt dich in die Starre, also nicht handeln, damit du im Gewohnten bleibst, nichts Neues erlebst. Es könnte falsch sein und nur dann bleibst du beschützt. Also ganz spannend, vielleicht findest du dich ja hier in diesem Punkt wieder. Dann haben wir einen Antreiberkritiker, den habe ich auch ganz groß in mir. Du musst immer weitermachen, keine Pausen, sonst bist du faul und schwach. Du verdienst gerade keine Pause, du musst das noch erledigen. Und wenn du es nicht erledigst, können die anderen herausfinden, dass du nicht gut genug bist. Also mach schnell hin. Dann haben wir den Vernachlässigerkritiker. Der sagt dir, dass du nicht wichtig bist, dass jeder andere wichtiger ist als du. Und der erinnert dich auch ständig daran, dass du nicht wertvoll genug bist und dass du niemals gut genug sein wirst. Der Vernachlässigerkritiker macht dir Angst, was andere über dich denken könnten. Du versuchst es immer anderen recht zu machen. Auch das ist ein Konzept, was man oft in der Kindheit erlebt. Gerade wenn man als älteres Geschwisterteil sich ständig um die Jüngeren kümmern musste, kann es sein, dass man den Glaubenssatz mit sich trägt, ich bin es nicht wert und deswegen muss ich mich immer um andere kümmern, bis zum Umfallen. Selbst wenn du schlecht behandelt wirst, nimmst du es hin oder unter deinem Wert bezahlt wirst, ist es selbstverständlich für dich. Und jetzt frage ich dich, erkennst du den inneren Kritiker? Und wenn ja, bist du nicht alleine, weil 99% von uns tragen ihn mit uns. Ja, die meisten hatten jetzt nicht wirklich sehr achtsame, bewusste Eltern, die uns null kritisiert haben. Und deswegen haben es die meisten von uns in sich drin. Wenn wir nicht merken, dass wir diesen inneren Kritiker haben und er einfach unbewusst ja, seinen Kram machen kann mit uns, sein Unheil treiben kann, ist es ein sehr negativer Hebel im Alltag, der leider vieles, vieles zerstört. Weil wir unbewusst versuchen, das zu bestätigen, das zu verstärken, was unser innerer Kritiker uns sagt. Wir suchen auch im Außen nach Bestätigung, dass das stimmt, was der innere Kritiker sagt. Ich habe das mal beobachtet bei mir, wenn ich im Alltag viel gehetzt durch die Gegend renne und mir denke, so jetzt gönnst du dir mal eine Pause, setz dich mal hin. Ne? Und ich höre schon den inneren Kritiker, ja, dann bist du aber nicht fertig, mach doch mal hin, Samar, bla 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 bla. Dann kommt schon mein Mann um die Ecke und sagt, warum sitzt du jetzt? Ich dachte, du willst noch das und das machen. Und dann muss ich mal lachen und sag so, hey, du spiegelst mir gerade meinen inneren Kritiker, weil genau das denke ich gerade. Und ich bin ihm dann auch nicht böse. Normalerweise könnte ich jetzt so reagieren, dass ich dann sauer werde und ihn anmotze und sage, ja, du sitzt den ganzen Tag mit deinem Handy da rum. Ich habe heute den ganzen Tag geschuftet und jetzt setze ich mich mal 5 Minuten hin, schon meckerst du mich an. Ich weiß ganz genau, das ist mein innerer Kritiker, der jetzt außen in der Realität rauskommt, um zu gucken, ob ich es bestätige. Und das hilft es immer, diese Situation zu entkrampfen. Ich bin viel entspannter, ruhe mich aus, gebe meinem inneren Kind den Anteil Ruhe und Entspannung und Freude. Und danach kann ich wieder ganz entspannt in meine Arbeit zurück. Und damit kann ich diesen inneren Kritiker mundtot machen. Jetzt ist es deine Aufgabe, welchen inneren Kritiker hast du in dir gefunden, von denen, die ich jetzt aufgezählt habe? Und was will er in dir beschützen? Was möchte er erreichen? Horch mal in dich rein, horch mal. Ne? Hier die Frankfurter, horch mal in dir rein die nächsten Wochen. Und bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback. Wenn du persönliche Begleitung wünschst, ich biete das an. Schau mal unten, da ist ein Link unter diesem Video. Kannst du gerne draufklicken. Können wir schauen, zusammen telefonieren, ob ich dir helfen kann. Und ansonsten würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich persönlich begleiten darf. Bis dann.